Vor einigen Monaten waren wir ein paar Tage in Frankreich und Belgien unterwegs, um für euch die vergessenen Orte zu dokumentieren. Wir haben eine schwere Karre im Matsch versenkt, auf dem Weg zu einem geheimen Parkplatz. Dabei besuchten wir ein seit einigen Jahren verlassenes Krankenhaus, in dem scheinbar alles zurückgelassen wurde. Ein übelst krasser Raum mit solchen Anlagen, die alle noch da sind, inklusive Bildschirm von Philips, solchen Schläuchen, bestimmt Intensivstationen. Obligate Attention. War das vielleicht auch für irgendwelche Organe oder so? Machten uns auf die Zeitreise durch ein vergessenes Wohnhaus. Sieht halt völlig unberührt aus. Wieder ohne Ende Spinnweben überm Stuhl. Und erkundeten ein riesiges Kraftwerk. Was eine kranke Halle, in der wir jetzt sind. Heiliger. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das hier sich definitiv gelohnt hat, diesen gefährlichen, langen, schwierigen Weg auf sich zu nehmen. Weil sowas sieht man definitiv nicht alle Tage. Kommt mit uns auf eine spannende Zeitreise durch Belgien. Jetzt stellt sich heraus, wie man Probleme lösen kann. Jetzt beginnt das Abenteuer. Bevor dieses Video so richtig losgeht, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, denn vor einigen Tagen hatte ich einen ziemlich krassen Motorradunfall. Naja, eigentlich ist er relativ glimpflich ausgegangen, trotzdem für mich ein kleiner Schock. Ich habe mir den Brustkorb geprellt, der Gott sei Dank gerade dabei ist, wieder zu heilen. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil wäre es schlimmer ausgegangen und ich hätte keine Berufsunfähigkeitsversicherung gehabt, dann hätte ich jetzt ein ziemliches Problem. Denn wenn man über einen längeren Zeitraum berufsunfähig wird, dann hilft diese Versicherung einem dabei, weiterhin Geld zu bekommen. Jeder Vierte in Deutschland wird im Durchschnitt einmal berufsunfähig. Das liegt zum Beispiel an psychischen Erkrankungen, aber auch Verletzungen am Bewegungsskelett, so wie ich es jetzt hatte, sind dafür verantwortlich. Und fehlt da die richtige Berufsunfähigkeitsversicherung, bei der es übrigens entscheidend ist, dass man die so früh wie möglich abschließt, weil es dann einfach wesentlich günstiger ist, dann hat man ein ziemliches Problem. Ich habe meine Berufsunfähigkeitsversicherung bei Clark abgeschlossen. Bei Clark kannst du übrigens all deine Versicherungen eintragen, sparst dir somit viel Papierkram, behältst die Übersicht, hast alles digital in einer App, die du im Übrigen in Deutschland und Österreich herunterladen kannst und bist auf der sicheren Seite. Denn die Experten von Clark beraten dich zu all deinen Fragen und finden genau die Versicherung, die zu deinem Leben passt. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Und das Beste daran ist, wenn du die ersten drei Versicherungen hochlädst, bekommst du pro hochgeladener Versicherung 15 Euro Best Choice Gutschein. Zum Beispiel einen Amazon Gutschein. Probier das Ganze jetzt aus über den ersten Link in der Videobeschreibung und nutze jetzt den einfachsten Weg für deine Versicherung. Und denk dran, Berufsunfähigkeitsversicherung kann dir irgendwann mal richtig helfen. Guten Morgen, Leute. Wir haben eine besondere Situation. Ich bin zusammen mit Tobi und da hinten ist noch der Harald in einem US-amerikanischen Van, in einem Chevrolet Express. Wir sind auf dem Weg auf der Autobahn, man könnte sagen auf dem Highway to Hell, auf Lost Place Tour tatsächlich. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal wieder mit. 3 bis 4 Tage Belgien, Frankreich. Die Sonne bricht hier schon schön hinten durchs Fenster. Wir haben herrliches Wetter, haben hier in dem Van heute Morgen geschlafen und sind jetzt auf dem Weg, Frankie abzuholen und fahren dann weiter zur ersten Location nach Belgien. Ja, ich bin gespannt, was die Tour bringt und jetzt geht's los mit einer Reise zu den vergessenen Orten Belgiens. Unsere erste Location für heute ist ein verlassenes Krankenhaus mitten in der Stadt an der Grenze zu Belgien. Ziemlich interessant, ziemlich riesig. Ich finde es krass, weil das so mitten in der Stadt ist. Es gab hier wohl damals über 100 Betten, eine Intensivstation, Operationssäle und alles, was zu einem guten Krankenhaus dazugehört. Und dieses Krankenhaus, das gucken wir uns jetzt mal an. Dieser Teil könnte direkt die Zufahrt für die Krankenwagen gewesen sein. Zumindest gibt es hier so eine kleine Garage. Man sieht schon, es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Etagen. Da vorne sieht man schon, wie die Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Ein riesen Gebäudekomplex, der einfach verlassen ist. Raben kreisen über dem Gebäude. Boah. Wir sind jetzt mal kurz noch ein bisschen weiter drum gelaufen. Hier sieht man es noch mal krasser. Guck mal, wie weit das da hinten geht. Und es will einfach nicht enden. So, semi-professionell, nur mit Handy-Taschenlampe. Ich habe keine weitere Lampe mit. Hat jemand eine Taschenlampe? Ich habe eine mit,
Also wir finden uns jetzt im Krankenhaus, wie man sieht. Krankenbett ist schon mal da. Boah, ist das dunkel hier. Ist halt riesig, ne? Aber halt ziemlich krass entkernt. Hier im Halbdunkeln nochmal einen Rollstuhl. Auf der anderen Seite nochmal einen Rollstuhl. Guck mal, hier ist einfach eine Kiste. Vielleicht waren da mal irgendwelche Körperteilproben drin oder sowas. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus, das Ding. Treppenhaus eine Etage höher. Boah, krass, okay. Hier liegen noch Sofas rum. Eine alte Zimmerpflanze. Einiges an Stühlen und Tischen. Hier ein umgekippter Schrank. Was halt krass ist, man ist mitten in der Stadt. Da draußen sind überall Leute. Und wir in der Stadt, mitten in dem verlassenen Krankenhaus. Das ist irgendwie schon wieder echt eine heiße Nummer. Gehen jetzt hier noch so ein bisschen durch die Gänge. Hier waren überall mal Krankenzimmer. Aber vieles davon halt nicht mehr übrig. Bis auf immer mal solche Räume, wo noch so ein paar Schränke drin sind. Ein Bürostuhl. Aber viel mehr ist es nicht mehr. Hier nochmal recht interessant mit so einem Rollladen. Das ist wahrscheinlich so ein Schwesternabteil hier. Und hier konntest du dann ja, weiß ich nicht, Fragen stellen, wenn du irgendwelche Wehwehchen hattest. Ist schon krass groß auf jeden Fall, das Ding. So lange mystische Krankenhausgänge sind halt immer wieder spannend, ne? Oh, krass. Guck mal hier. Anscheinend hat das Krankenhaus sogar eine Kapelle. Damit hätte ich jetzt hier überhaupt nicht gerechnet. Gar nicht mal so klein. Eine ganze Kirche mit so bunten Fenstergläsern, zwei Sitzbänken, Kreuzen an der Decke, auch hier nochmal ein Jesuskreuz. Krass, ein Altar. So gut, da hat man jetzt hier so ein Frauenbild hingestellt. Normalerweise war da eine Jesusfigur. Da hat man aber den Kopf abgeschlagen. Crazy. Und hier hinten durch ist auch nochmal so ein kleiner Raum vom Pfarrer oder so. Ein Riesenraum. Gut, das habe ich so auch selten gesehen. Das ist schon wieder echt interessant. Schaut mal, wenn man rausguckt, wie riesig das ist. Verschiedenste Etagen. Und wir sind jetzt schon auf Etage 2 oder so. Hier steht eine alte Eistruhe. Wahnsinn. Geht schon mal echt spannend los. Ach, guck mal hier. Das sind diese... Hier riecht es auch voll nach Desinfektionsmittel gerade, ne? Ja. Hier, das sind diese typischen Rohrpostdinger. Ah, stimmt. Jawohl, da ist die Post drin. Dann geht's durch die Rohranlage durch. Ja. Ja, welcome to Belgien. Steht einfach mal so ein verlassenes Krankenhaus mitten in der Stadt. Alle Fenster und Türen gefühlt offen. Und man läuft da einfach so durch. Als wär's nichts. Krass. Wir sind jetzt gerade noch mal im Keller gelandet. Hier sieht es gerade irgendwie noch mal recht interessant aus. Alter, was ist das denn für ein Raum? Guck mal hier. Hier sind überall gemalte Kinderbilder. Ist das unheimlich. Was ist das hier? Hier ist auch, glaube ich, so ein Kinderstuhl, wo ein krankes Kind hin und her, also von Gang zu Gang geschoben werden konnte. Selbst gebastelte Sachen, dann aber auch wieder solche Ampullen und Verpackungen für irgendwelche Infusionsspritzen und sowas. Das sind definitiv Sachen aus dem Krankenhaus, aus dem Wartezimmer oder so. Hier ist nämlich auch so ein Krankenwagen und so ein Kinderdoktorkoffer und sowas. Gegenüber ist ein Raum, ja, wie so eine Art Küche. Hier wird man sicherlich Dinge vielleicht für ein OP vorbereitet haben oder Intensivstationssachen. Auch mit einem Kühlschrank. Was ist das? Alter. Hier wurde halt irgendwas krass künstlich erschaffen. Hier wurde ein Bett aufgebaut, ein Holzbett, Kunstpflanzen. Das sieht aus wie in so einem alten Schloss oder so. Hier mit einem alten Schrank. Ursprünglich war das aber definitiv auch mal ein Krankenzimmer. Was ist das hier? Übelst creepy. Lasst uns mal weitergehen. Ich habe gerade das Gefühl, dass das hier nochmal richtig cool werden könnte. Gegenüber auch nochmal ein Raum. Mit Vorhängen, hier stehen Krankenbetten, Spinde, alles schon echt krass zerstört, muss man sagen. Ich vermute mal, das sind auch so Untersuchungsräume. Hier sind noch so Geräte für Überdruck, Unterdruck, Sauerstoff und so weiter. Hier ist so eine Scheibe, wo man auf die andere Seite gucken konnte, wo wahrscheinlich eine Schwester hinter sitzen konnte. Das wird safe hier Intensivstation sein oder sowas. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, gibt es hier wie so ein Herzstück, so ein großes U.
mit verschiedensten, hier werden bestimmt Bildschirme gestanden haben und so weiter. Alter, ich dachte schon, hier kommt nichts Spannendes mehr. Und dann kommen solche Räume. Das ist hier das Herzstück der Intensivstation im Keller. Sehr seltsam. Okay, jetzt wird's nochmal richtig creepy. Guckt euch mal diesen Raum hier an. Ein übelst krasser Raum mit einem Stuhl, mit solchen Anlagen, die alle noch da sind, inklusive Bildschirm von Philips, solchen Schläuchen, bestimmt Intensivstationen. Hier ist so Kunstblut an die Wände geschmiert. Hier ist noch ein Infusionsbeutel. Alter, das ist krass. Obligate Attention. War das vielleicht auch für irgendwelche Organe oder so? Hier liegen noch solche Blutampullen rum, mit Spritze und so weiter. Ein Rollstuhl steht hier wieder. Crazy, Alter. Ansonsten ist das hier ein Riesenraum, wo auch Spinde stehen. Ein Raum weiter ist wieder... Junge, ist das crazy. Ist wieder ein Raum für ein Bett, schätze ich, für Intensivstationen. Wo geht's hier noch weiter? Hier ist halt überall so ein Absperrband. Absolut creepige Räume, vor allem einer nach dem anderen. Raum 12, auch wieder mit so einem Vorhang. Ohne Ende Bildschirme. Hier steht zwar kein Bett mehr drin, also der krasseste Raum war definitiv der erste. Ich vermute mal, dass das hier tatsächlich die alte Intensivstation war. Wir haben mal gerade nochmal gegoogelt und wahrscheinlich handelt es sich hierbei um einen alten Escape Room, der hier unten aufgebaut wurde. Deswegen sieht das auch alles so unheimlich aus. Alter, hier sind überall noch mehr Krankenbetten. Schaut euch diesen Raum an. Habe ich ja noch nie gesehen, so, ne? In diesem Einrichtungsstil, selbst wenn es für den Escape Room war und jetzt nicht direkt fürs Krankenhaus. Aber krass sieht's aus, auf jeden Fall. Hier ist nämlich auch wieder ein Krankenbett drin und sogar noch so ein Kanister mit irgendeiner Flüssigkeit. Da stehen nämlich überall auch irgendwelche Hinweise von 2016, leider in einer anderen Sprache. Vielleicht kann das jemand übersetzen. Aber dann ist das alles hier künstlich mit den alten Sachen vom Krankenhaus aufgebaut worden. Wahnsinn. Also diese Räume waren echt nochmal interessant. Egal wo man langläuft, es taucht immer mal noch ein Treppenhaus auf oder wie hier die Krankenhausküche, die auch auf jeden Fall ziemlich groß ist. Hier wurde anscheinend sogar vor Ort gekocht. Die Geräte der Küche sind aber auf jeden Fall alle raus. Hier riecht es auch noch nach altem Frittenfett. Guckt euch alleine mal diesen Gang an. Ist das nicht unheimlich? Immer mal wieder bricht das Licht so von der Seite rein. Die Fliesen auf dem Boden und immer diese Milchglastüren am Ende des Ganges. Sehr, sehr gruselig. Und schon geht das Abenteuer weiter. Im Gebüsch, irgendwo im Wald, haben wir beim Vorbeifahren im Wald gerade ein kleines Häuschen gefunden, welches auch verlassen zu sein scheint. Wir versuchen uns jetzt hier gerade mal irgendwie durch den Wald dahin zu schlängeln. Hier ist nichts weiter als Felder und eben dieser Wald. Mal gucken. Meistens sind es immer die Zufallsfunde, die dann doch interessanter sind, als man denkt. Also hier... Mitten im Wald geht tatsächlich ein Pfad weiter. Das heißt, hier müssen ja schon mal Leute vor mir lang gelaufen sein. Oder es ist ein Wildpfad. Sonne scheint auf jeden Fall immer noch krass. Doch, doch, Leute, ich sehe das Haus. Ich sehe das Haus. Alter, ist das unheimlich. Hier tut sich jetzt auf einmal so eine Lichtung auf. Hier ist ein kleiner Teich. Ich glaube, da sind auch gerade ein, zwei Frösche reingesprungen. Also wirklich ein schönes, kleines, verlassenes Hüttchen oder Haus im Wald. Ruhig gelegen. Hatten die denn mal ein Auto? Gab es hier mal eine Zufahrt? Weil hier ist ja so eine Art Garage. Wie kam man denn hier mit dem Auto hin? Vielleicht hier durch? War das mal ursprünglich eine Einfahrt? Ist auf jeden Fall ultra zugewachsen. Die Gardinen sind zu. Ich kann nicht viel erkennen. Ein bisschen um die Ecke gibt es hier tatsächlich eine offene Tür. Boah,
wie krass die Spinnweben hier schon sind. Alter, okay. Küche, direkt wo man reinkommt, ziemlich eingerichtet. Das erste, was mir ins Auge fällt, ist dieses Messer hier und dieser Zettel in der Sprache. Ich vermute, es ist Niederländisch. Hui is hier. Na gut, ich kann kein Niederländisch. Ich weiß nicht, was es heißt. Eine Liste mit Dingen, die erledigt werden müssen. Harald ist gerade auch mit dabei. Der meinte, es ist wahrscheinlich eine Liste mit Dingen, die erledigt werden müssen. Oder schon erledigt worden. Ist auf jeden Fall hier an so einer Pinnwand. Noch Geschirr im Spülbecken. Und vermutlich, ja, jedes einzelne Regal ist hier sogar noch eingeräumt. Trotzdem war hier seit vielen Jahren wahrscheinlich keiner. Waschmaschine. Boah, Kühlschrank. Da liegt sogar noch irgendwie ein Stück Fleisch drin. Oh! Boah, Alter. Ja, Fleisch in einer Plastikverpackung, wahrscheinlich seit 5 bis 10 Jahren da drin. Ansonsten geht's weiter hier noch in den Raum. Das ist, hier kommt die Decke auch schon runter. Vielleicht auch mal ein Schlafzimmer oder Büro gewesen. Hier liegt noch so eine Art Pokal auf dem Boden. Sogar mehrere. Ich weiß nicht, wozu die gehören. Daneben ist eine alte Handtasche. Hier noch alte Bücher, auch wieder Spinnweben ohne Ende. Sieht alles halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt nochmal durchgehen durch die Küche, kommen wir hier ins Wohnzimmer. So ein bisschen Deko, aufgestellte Tassen, wieder ohne Ende Spinnweben, alte Bücher. Auf jeden Fall auch wieder recht christlich hier alles, ne? So eine Hand, die ein Kreuz so eine Kette hält. Hier so Kunstpflanzen. Ach, und hier noch eine Jesusfigur. Einen gewissen Hang zum Glauben, zum Christlichen hatten die hier auf jeden Fall. Wenn man jetzt die Kamera umdreht, voll krass. Sieht halt völlig unberührt aus. Wieder ohne Ende Spinnweben überm Stuhl. Aber Alter, das ist eine völlig unberührte Sitzecke, Fensterscheiben noch heile. Und daneben zwei Schlafzimmer. Hier noch so ein Fitnesstrainer, ein Bett. Hier noch sogar mit Latschen, Notizheften. Ey, das Haus ist krass. Krasser als ich dachte. Und jetzt stehe ich hier nochmal in einem Schlafzimmer. Guck mal, wieder ein Bett. Perfekt auch noch gemacht, ne? Weiß nicht, was hier passiert ist. Ich finde, das Haus hat auch so eine kalte Aura, Ausstrahlung irgendwie. Hinter mir hängt noch eine Jacke, aber durchaus sehenswert. Immer wieder interessant, was die Leute so alles zurücklassen. Was die Leute so brauchen in dem Leben und anhäufen und dann doch wieder zurücklassen, auch im Ausland, so wie jetzt. Ist echt heavy. Scheint aber wahrscheinlich eher so ein Ferienhaus gewesen zu sein, würde ich sagen. Schön abgelegen im Wald, wo man mal am Wochenende oder in den Ferien zum Entspannen hinkommen konnte. Lasst uns hier jetzt wieder abhauen. Mal gucken, was wir noch so finden auf unserer Reise nach den vergessenen Orten. Wir fahren jetzt gerade ein bisschen weiter, diese engen belgischen Straßen lang. Und schaut mal bitte diese Dörfer. Sieht so britisch aus hier irgendwie. Ah, aber da hinten kommt ein Trabant. Wie geil. Aber es ist heftig. Guck mal hier, so ein kleiner, schöner Dorfplatz. Wie geil. Also das hat hier wirklich was. Das gefällt mir richtig gut. Und das ist auch der Grund, warum es immer mal Sinn macht, auch im Ausland unterwegs zu sein und mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Es macht einfach Spaß, im Ausland auch verlassene Orte zu erkunden. Stunden später im Ami-Schlitten, der inzwischen ein paar Motorgeräusche hat, befinden wir uns auf einem Parkplatz eines Supermarktes, bei dem wir gerade eingekauft haben. Hier wird gerade alles so ein bisschen ausgebreitet. Frankie, was gibt's bei dir heute zu essen? Bei mir gibt's Gulaschsuppe mit Nudeln drin. Gulaschsuppe beim Frankie. Bei uns kocht hier schon der Kocher mit Nudeln. Und ich wollte euch mal, auch wenn es dunkel ist, die Karre mal schon mal ein bisschen von außen zeigen. Das ist echt crazy. Das Auto haben wir von der Wildtierrettung bekommen und damit sind wir unterwegs auf Lost Place Tour. Hier steht sogar noch drauf, Tierrettung im Einsatz. Wir sind hier noch auf dem Parkplatz, es ist ca. 21 Uhr, hinter uns ist eine Schnellstraße. Wir werden jetzt hier essen und dann noch zwei Locations abklappern. Mal gucken, ob das interessant ist. Ich freue mich jetzt erstmal richtig aufs Essen. Boah, und jetzt wird das hier vermischt. Gibt eine geile, schöne Tomatensauce. Jetzt kommt die Gurke dazu. Oh, Gurke. Zack. Fantastisch. Das wird hier ein richtig voller Topf. Alter, wie geil das jetzt schon aussieht mit dem Mozzarella daneben. Mozzarella, ist das herrlich. Also das ist wirklich eine Freude. Genauso wurde
Und die Nudel auch auf der Fahrradtour schon verspeist. Tomatensauce, Nudel, Mozzarella, Gurke. Auf dem Parkplatz in der Russenhocke. Mehr geht nicht. Mehr geht wirklich nicht. Und nochmal ein Stück später, nicht mehr auf dem Parkplatz, geht's mitten in einer Großstadt in Belgien in einen Tunnel, wo angeblich verlassene Busse drin sein sollen. Problem ist, das ist hier wirklich eine widerwärtige Gegend. Was ist da? Was liegt da? Kanüle. Für was? Spritze. Drogen. Heroin, Kokain, kann man alles nicht spritzen. Und hier ein Obdachloser? Ja. Hier sind in der Tat alte Busse drin. Boah, das ist aber crazy hier, ne? Uralte Busse hintereinander geparkt in einem Tunnel unter der Straße. Aber das ist hier echt gnadenlos unseriös. Boah, hier ist es so mit Decken abgedeckt. Hier liegt überall Müll, sieht aber alles auch schon irgendwie ein bisschen älter aus. Das ist, glaube ich, so eine Unterkunft für einen Obdachlosen. Hier Schlafsäcke, Decken, da oben noch alte Fahrpläne, Schuhe. Aber hier war länger keiner mehr. Man könnte halt wahrscheinlich jetzt hier von Bus zu Bus gehen, durch diese uralten Schulbusse. Alles noch drin, die Sitze und so weiter. Hier ist noch ein alter Fahrersitz mit Lenkrad. Boah, Junge, ey. Aber halt ultra ekelhaft hier, weil man denkt, ey, jeden Augenblick springt ein gefühlt gleich irgendjemand an. Hier sind überall Schlafsäcke, Alter. Es sieht aus wie in so einer Apokalypse bei The Walking Dead, wo jetzt irgendwie gleich jederzeit so ein Zombie um die Ecke kommt. Leute, wir sind direkt an einem Flughafengelände. Wirklich 10 Minuten, nachdem wir bei dem Tunnel waren. Jetzt zeigen wir euch was. Das ist wirklich krass. Da hinten ist der Flughafen. Kommt mit dem Weitwinkel natürlich überhaupt nicht rüber. Aber da steht eine 747. Also so ein richtig großes Frachtflugzeug. Na, Frankie ist nochmal kurz mitgekommen. Die anderen sind am Auto geblieben. Es ist mitten in der Nacht. Aber was tut man nicht alles für ein kleines Abenteuer. Nichts ahnend läuft man jetzt hier über diese Wiese. Und hier ist einfach ein Bunkereingang. Ultra krass mit Graffiti voll. So ein ganz kleiner Schutzbunker, der aber doch irgendwie interessant ist. Weil hier sind überall Betten drin. Und das habe ich tatsächlich dann doch selten gesehen. Ist alles schallisoliert. Matratze mit Kopfkissen, teilweise Doppelstockbett, teilweise normal. Hier ist sogar noch die Matratze in so einer Plastikfolie eingepackt. Unglaublich eigentlich. Frankie hat hier noch was gefunden. Vom Bett gehangen haben, ne? Ach, du meinst, das ist, ja. Wenn hier ein Verletzter quasi reinkam, dann wurde die so ausgefüllt, ne? Mhm. Medikane, steht da irgendwas? Name steht da auch. Ja, Formation, was? Die irgendwas. Echt heftig, wa? Hier lagen dann überall Kranke. Das Zweite Weltkrieg war, aber schon spannend. Und auch hier hinten sind noch ordentlich Betten drin. Und nicht nur das, sogar auch so eine Art Krankenliege. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Art Lazarettbunker oder sowas. Weil auch hier oben drauf liegen so ganz alte, verrostete Krankenliegen. Das sieht halt hier alles aus wie vorbereitet für den Ernstfall. Auch da hinten lehnt noch so eine Krankentransportliege, aber nie benutzt. Und jetzt ist einfach alles völlig verrostet. Auch egal, dass es offen ist, weil es keiner mehr brauchen kann. Aber damals hat man das mal irgendwann vorbereitet für einen Ernstfall. Bettdecke hier. Das war eine alte Bettdecke, ja. Völlig zerfetzt. Schon krass. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass man hier überhaupt noch irgendwas findet in diesem Bunker. Das findet man hier einfach so am Straßenrand. Offene Bunkertür, läufst hier rein und hast so einen kleinen Lazarettbunker. Unglaublich, oder? Ich glaube, jetzt suchen wir uns als Nächstes aber auch mal einen Schlafplatz. Der Tag war ultra lang und wirklich, wirklich interessant. Guten Morgen, Leute. Alter, guckt euch das an. Ich lieg hier zwischen Fahrer- und Beifahrersitz im vorderen Teil des Autos. Es ist eine absolute Katastrophe gewesen. Mir tun alle Gelenke weh, ich konnte mich nicht ausstrecken. Aber ich habe die Nacht überlebt und sogar einige Stunden geschlafen. Dadurch, dass hinten die zwei anderen Jungs gepennt haben, war hier kein Platz für eine vierte Person. Harald hat also draußen im Einmannszelt gepennt. Also so einen Schlafplatz hatte ich wirklich auch noch nie. Naja, wir packen jetzt mal die Sachen wieder zusammen und dann geht's weiter. Was eine Nacht. So sieht der Schlafplatz übrigens von außen aus. Inzwischen sind alle aufgestanden. Hier stand Haralds Zelt. Drum uns herum ist so ein kleines Naturschutzgebiet. Eigentlich wollten wir auf Google Maps halt hier irgendwo das Zelt aufbauen. Da das aber Sumpf ist und Naturschutz, ging es halt nicht. Deswegen
haben wir es da aufgebaut und ich habe vorne geschlafen. Wir sind in Charleroi angekommen, Leute. Die gefährlichste Stadt Belgiens auf dem Weg zu einem verlassenen Kraftwerk. Das ist hier wirklich eine andere Ecke, wirklich. Wir waren jetzt in sehr vielen schönen Teilen von Belgien und das hier ist wirklich eher Detroit-Style. Guckt euch mal bitte diese Gegend an. Ja, die Häuser sehen da noch ganz gut aus, aber es gibt hier teilweise Ecken, die sind richtig schäbig. Da vorne ist das verlassene Kraftwerk. Dazwischen ist auch irgendwie noch was aktiv. Da ganz hinten sieht man es schon. Alter Schwede, ey. Alter, ist das riesig. Junge! Das ist verlassen. Boah. Wurden gerade hinten mit dem Auto ausgesetzt. Ich habe nur eine GoPro dabei, eine Taschenlampe und Handschuh. Und habe mir extra so eine Strickjacke angezogen, die im Notfall reißen kann, weil wir jetzt halt hier so ein bisschen sneaky Mission machen. Es gibt hier ein verlassenes Kraftwerk, ein verlassenes Stahlwerk, Kühltürme, alles irgendwie zugänglich. Wir haben keine genauen Informationen und gucken jetzt einfach mal, was draus wird. Okay, wir sind schon auf dem Gelände. Hier ist ein übelster Turm. Alter, guck mal hier. Hier ist ein Tunnel. Gut, wir sind wieder raus. Queren jetzt einmal die Straße. Hinter uns noch die übelste Anlage. Was eine kranke Halle, in der wir jetzt sind. Heiliger. Diese Halle hier ist locker 60, 70, 80 Meter hoch. Unglaublich. Und hier scheint tatsächlich ein Eingang zu sein in einer der großen Kraftwerkshallen. Ja Leute, ein Stückchen weiter sind wir jetzt auf jeden Fall. Hier sind Turbinen. Hier sind Schächte nach unten und nach oben. Und wie man sieht, ist es immer wieder extrem dunkel. Boah, Leute, guckt euch diese Halle an. Es ist zwar inzwischen schon echt relativ dunkel geworden, aber ich glaube, die Größe kommt abnormal rüber. Wenn man hier runter guckt, geht es richtig steil runter. Die Halle ist aber unfassbar riesig. Hier vorne ist sogar so ein kleiner Schaltraum, womit man zumindest Teile der Anlage überblicken konnte. Puh, crazy. Guck mal, hier ist mal eine dieser Turbinen. Ultra krass, wie riesig die sind, ey. Hier ist auch noch irgendein Antriebsteil. Ich kann euch halt kaum zeigen, wie groß die Halle ist, obwohl so kann man es ein bisschen erkennen. Das ist abartig, wirklich abartig. Und von dieser Riesenhalle geht es in diesen Schaltraum. Guckt euch mal bitte diese kranke, riesige Schaltzentrale an. Hier gibt es so viele Knöpfe und Hebel, dass man überhaupt nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll. Verschiedenste Anlagen, die irgendwas anzeigen. Dahinter Potentials, Alten, das sind vermutlich die verschiedensten Bezirke, wo der Strom dann hingeführt wurde. Und dann gab es hier wahrscheinlich so wichtige Hauptregler, die man ziehen und drücken konnte. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das hier sich definitiv gelohnt hat, diesen gefährlichen, langen, schwierigen Weg auf sich zu nehmen. Weil sowas sieht man definitiv nicht alle Tage. Kommt mir ein bisschen vor wie die Schaltzentrale in Tschernobyl oder so. Sowas habe ich in der Größe auf jeden Fall noch nicht gesehen. Extrem besonders, dieser Fund. Und da wir wussten, dass es hier ist, wollten wir es halt unbedingt riskieren, hier irgendwie reinzukommen. Hier ganz am Ende hat man sogar noch mal einen Blick auf die ganze Anlage. Inzwischen wird es wesentlich dunkler, der Himmel ist schon grau. Wirkt alles unfassbar krass, ey. Wirklich. Gut, Leute, es wird dunkel. Wir verlassen die Anlage wieder. Puh, ich hoffe, euch hat die kleine Erkundung Spaß gemacht. Geisteskrank. Geisteskrank. Leute, wir haben ein Problem. Der Wagen hängt fest. Und zwar so richtig. Wir haben eine schwere Karre im Matsch versenkt auf dem Weg zu einem geheimen Parkplatz. Ja. Jetzt stellt sich heraus, wie man Probleme lösen kann. Jetzt beginnt das Abenteuer.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen nachdenken. Wir haben keine Schaufel dabei, wir haben nichts wirklich dabei. Wir können jetzt nach dicken Ästen suchen, mit den Händen ein bisschen schaufeln. Ansonsten laufen wir runter ins Dorf. Irgendjemand wird schon einen Trecker haben und uns hier rausholen. Das hier ist die Situation. Ja, also richtig schon im Schlamm. Da geht gar nichts mehr. Der Wagen ist halt auch nicht sonderlich hoch. Wir haben Hilfe organisiert. Es ist jemand da. Es ist jemand da, der hilft. Wenn das jetzt klappt. Gut, 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 gut. Junge! Wir sind raus. Wir sind raus. Stopp, stopp. Und damit bin ich auch schon wieder zu Hause im Schnittzimmer, wollte dieses Video aber auf jeden Fall noch beendet haben und euch fragen, wie ihr diese Form von Video fandet. Wir waren in der Zwischenzeit schon wieder auf einer anderen Tour. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, derzeit wurden wir dann auch ausgeraubt und auch dazu wird es wieder so ein Video geben, sogar noch viel umfangreicher. Dabei haben wir echt krasse Abenteuer erlebt. Deswegen hier nochmal die Frage, wollt ihr sowas, dass wir auch mal ein bisschen was kochen zwischendurch, diesen Vlog-Style wieder ein bisschen mehr mit dabei sein, morgens aufwachen an spannenden Schlafplätzen und so weiter. Wollt ihr das alles auch sehen? Dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.